So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rabens ist der Dicke und ich muss kurz noch was aufklären. Und zwar habe ich eine Soße getestet. Das war die hier, diese Mad Dog Soße, die ich in einem Fanpaket drinne hatte. Really hot, ne? Mad Dog Hot Sauce aus 6 Millionen Scoville Pepper Extrakt mit 600.000 Scoville Schärfe. Auf der Soße steht schon immer drauf, extrem scharfes Produkt, nur stark verdünnt verwenden. Und hätte ich mal lieber gehört, denn ich habe mir da ein paar Tropfen auf dem Hotdog drauf gemacht. Ich habe einen Löffel so probiert und das sah eigentlich noch alles ganz harmlos aus. Ich habe ja ein Video dazu gemacht, wie ich die probiert habe, aber nach dem Video. Ich würde dieses Video nicht machen, wenn es wirklich nicht so schlimm gewesen wäre. Denn ich habe in dem Video noch gesagt, es ist okay, man kann es aushalten. Und ja, kann man vielleicht, aber für andere so vielleicht mal auf die Fingerspitze ein Tröpfchen machen, das mal so probieren. Aber ansonsten, ja, es ist halt einfach nur scharf und schmeckt auch nicht. Soll wohl nur zum Schärfen sein. Und ja, genau dafür ist es. Ich muss dieses Video jetzt wirklich machen, um darauf hinzuweisen, wirklich, wie brutal die Soße ist, wie gefährlich die ist, wie scharf die ist. Ich habe mich jetzt mal hier umgehört, ich habe mich mal auch auf Amazon, ich habe nach der Soße nochmal gegoogelt, habe mir da mal Bewertungen durchgelesen. Jetzt möchte ich ganz kurz mal lesen, was hier steht. Ne? Hier hat einer geschrieben, bin platt, ich esse zwar sehr scharf, aber diese ist mega, mega hot, hot scharf. Man soll das mit Vorsicht genießen, umsonst ist der Kugel nicht da. So ein Mini-Löffel reicht schon für einen Teller aus. Weil du hast ja hier dran hast du ja diese Patrone, also die Kugel. Und wenn du die aufschraubst, hast du ja so einen Mini-Löffel da. Das ist ein Mini-Löffel. Sodass ihr euch das portionieren könnt, wenn ihr was aus der Flasche haben wollt und das so senkt, mit dem Löffelchen wirklich so einen einzelnen Tropfen rausnehmen könnt für euer Gericht, was ihr damit schärfen wollt. Da kommen wir aber dann noch dazu. Nein, Adi, nicht jetzt! So, hat keiner gesehen. Wer es übertreibt, ist selber schuld. Genau, der nächste, das war Papa. Jetzt kommt hier Rainer. Sehr scharf. Normalerweise nehme ich zum Schärfen immer 250.000. Ich nehme dann auch schon etwas mehr. Aber hier braucht es wirklich nur ein oder zwei Tropfen für Chili con Carne oder Currywurst. Sehr, sehr scharf, aber geil. Dann der nächste, Lord Hibby. Damn, Schmerz in der Flasche. Okay, muss nicht sein. Hot Wing Challenge zwar bestanden, aber 15 Minuten meinen Namen getanzt. Chemie pur. Kein Geschmack, muss nicht nochmal. Vielleicht ein Tropfen in einen Riesentopf Bauerneintopf. Aber wer auf Double Pain steht, go for it. Diese Soße von Carlo, diese Soße ist wirklich nur mit hoher Vorsicht zu genießen. Mein Vater und ich sind wahrliche Schafesser, egal wo, es muss immer scharf sein. Nun sind wir bei dieser Soße an unsere Grenzen gestoßen. Ich empfehle diese Soße für Soßen wie Bolognese, Tomatensoße oder auch Eintöpfe keinesfalls pur genießbar. Bereits eine winzige Messerspitze lässt den Atem wegbleiben. Ich meine das ernst. Ansonsten wirklich super Geschmack und gekühlt schmeckt sie noch besser. Volle 5 Sterne. Also, das ist wirklich nur zum Schärfen von richtigen Gerichten. Wenn ihr einen Bauerneintopf macht, dann macht da eine Messerspitze rein oder ein Löffelchen von dieser Soße. Macht das bitte nicht wie ich. Ich habe in dem Video gesagt, es ist okay, man kann das aushalten, aber was nach dem Video passiert ist, war wirklich schlimm. Ich möchte euch ganz kurz, wenn ihr das jetzt gehört habt, wie schlimm das ist, mal ganz kurz im Video zeigen, was ich gemacht habe. Auf den Hotdog machen. Da ist ein Tropfen, sind zwei Tropfen, ein dritter Tropfen, ein vierter Tropfen, ein fünfter Tropfen. Also geschmacklich finde ich die leider nicht so toll. Hier hast du jetzt eine richtig heftige Schärfe, aber an sich halt keinen Geschmack. Und das macht es für mich ein bisschen kaputt. Ich will mich trotzdem mal ranwagen. Wenn wir jetzt hier mal ein bisschen was auf den Löffel machen und das mal so probieren. Oh, ein Löffel von der 600.000 Scoville Mad Dog 357 Soße. Ich glaube, ich verabschiede mich jetzt schon mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.
die Brille beschlägt, okay, die Augen drehen ein bisschen, der ganze Kopf wird warm, der Mund wird warm, die Zunge wird warm, je mehr ihr redet, desto wärmer wird es. Schluckauf ist auch da. Aber ich denke, es ist in Ordnung. So, ihr habt gesehen, ich habe mir also 5 Tropfen auf einen Hotdog drauf gemacht. Ein so ein Tropfen reicht schon für ein ganzes Gericht zum Schärfen. Ich habe mir 5 Tropfen auf diesen Hotdog drauf gepackt. Ja, ist scharf, es brennt, alles. Ja, dann nehme ich gleich mal noch einen Esslöffel, ne? Das war nicht ein Teelöffel zum Tee umrühren. Es war ein Esslöffel. Ein großer Esslöffel, ein Suppenlöffel. Und der war fast voll. Und das war so viel Soße in dem Moment. Das wären, was weiß ich, 30, 40 Tropfen gewesen. 30, 40 Portionen, die du damit würzen kannst. Das habe ich mir so reingeschoben. Habe dann gemerkt, es verbreitet sich. Es verteilt sich überall hin und her. Keine Ahnung. Ich habe noch gesagt, okay, es tut weh, es schmerzt, es brennt, alles hin und her, passt. Was es im Nachhinein aber gemacht hat, darauf möchte ich jetzt kommen. Ich habe das Video dann geschnitten, ich habe das hochgeladen und währenddessen habe ich schon gemerkt, ich habe solche Magenkrämpfe bekommen. Mein Magen hat so geschmerzt, ich hatte solche Schmerzen, ich lag nur noch da, ich habe mich gekrümmt. Ich habe versucht dann, 2 Stunden später, ich wollte zu einem Duo-Raid gehen für Thomas. War draußen, sobald ich draußen war, ich hatte dieses Stechen, ich hatte Schweißausbrüche, mir war es so schlecht, ich hatte Speichelfluss. Immer wenn ihr merkt, ihr müsst euch übergeben, habt ihr vorher so eine richtige Speichelansammlung, dass das besser raus kann. Als ich draußen war, habe ich das gemerkt, dass es immer zu so hoch kam, mir so übel war, so schlecht war. Ich dachte die ganze Zeit, ich muss mich übergeben, ich muss brechen. Es hat wirklich gekämpft in mir, es hat rebelliert, weil es einfach zu viel war. Die Menge war viel zu viel von dieser Soße, die ich aufgenommen habe. Ich bin zurückgekommen. Ich habe dann Milch getrunken. Durch die Milch ist es irgendwie sogar noch schlimmer geworden. Ich habe noch mehr Schweißausbrüche bekommen. Ich habe Durchfall bekommen. Ich habe über den Klo gehangen. Ich wollte brechen. Es ging nicht. Ich habe mich hingelegt. Ich habe die Streams abgesagt. Ich bin aufgewacht nach ein paar Stunden wieder voller Schmerz, weil mein Magen so verkrampft war und so wehgetan hat. Ich bin aufs Klo, ich saß dort, ich wollte gleichzeitig alles möglich, ich wusste gar nicht mehr, was ich machen soll, weil ich einfach nur noch Schmerzen hatte im Magen, so extrem. Und egal was, du konntest nichts dagegen tun. Ich habe mich in die Badewanne gelegt, ich habe mich kalt abgebraust, ich bin wieder aufs Klo, ich habe versucht, mich zu übergeben, zu brechen. So wie das reinging, so kam nach langer Zeit, kam plötzlich die Soße sozusagen wieder raus. Mir hat sich alles wieder hier hochgebrannt, ist dann rausgeschossen. Ich habe danach ein paar Toast gegessen und alles. Irgendwann hat der Magen sich mal beruhigt. Irgendwann hat es nur noch im Kopf gebrannt. Mein Penis hat auch schon wieder gebrannt, weil sich das einfach überall verteilt hat. Aber ich habe es überlebt, sage ich mal. Und ich hätte niemals damit gerechnet in dem Moment, dass das so ist. Hätte ich lieber mal das ernst genommen, wenn hier steht, nicht verdünnt genießen. Ich dachte, ja, okay, aber das ist ja trotzdem so und so. Nachdem ich da so kleine Tröpfchen auf den Hotdog draufgepackt habe, habe ich gedacht, ja, es war jetzt mega scharf. Dann bist du übermüdig geworden, dann hast du den großen Löffel ausgepackt. Das war der Untergang. Im Video hat man das nicht mitbekommen. Im Video wirkt das vielleicht so, als wäre das nichts gewesen. Aber danach war es wirklich die Hölle. Es war wirklich die Hölle. Und das ist auch der Grund, ich habe auch im Video gesagt, ist leider gar nicht mein Geschmack, schmeckt gar nicht. Aber das schreiben die meisten auch in diesen Rezensionen mit rein, dass man die ja nicht pur essen soll, dass sie pur eben auch nicht schmeckt, dass es so nichts ist, aber weil sie eben keinen richtigen Geschmack hat, sondern nur scharf ist, ist ja extra dafür, dass du andere Gerichte damit schärfst und würzt. Weil ja, wenn das einen Geschmack hätte und du machst das woanders dran, nimm das ja den Geschmack dieser Soße an und du hast den anderen Geschmack nicht mehr, aber der Geschmack soll ja nicht verändert werden von deinem Gericht. Es soll nur Schärfe dazukommen. Also passt ja, wenn ich gesagt habe, die schmeckt nicht, weil die schmeckt ja auch nicht. Die hat ja auch keinen Geschmack. Es ist einfach nur scharf, pure Schärfe. Das jetzt dazu, deswegen ging es mir so schlecht.
Deswegen kamen keine Streams am Donnerstag letzte Woche. Deswegen musste ich das absagen, 18 Uhr, 20 Uhr absagen. Ich musste mich ausruhen, ich lag wirklich flach. Die Soße hat mich komplett umgehauen. Und weil es im Video nicht so ersichtlich war, weil man dachte, boah, der steckt das hier voll weg. Vielleicht war es sogar... Jeder andere hätte vielleicht Hotdog abbeißen, wäre schon tot umgefallen. Vielleicht habe ich da Glück, dass ich immer so scharf esse und immer brutal, dass ich da das besser weggesteckt habe. Jetzt aber, wenn wirklich da ein Ungeübter kommt und sich wirklich mal 3-4 Tropfen da auf irgendeinen Burger macht, weil er denkt, ach, das geht schon, lass das lieber sein, lass das sein. Nehmt einen großen Linsentopf mit 10 Liter, ne? Macht da eine Messerspitze rein, dann ist das geschärft, dann passt das. Seid nicht Ramses, seid schlauer wie ich. Das war's von meiner Seite aus. Jetzt zu dem Zeitpunkt müsste ich übrigens gerade auf dem Weg nach München sein, zu Hannes und Isbo. Vielleicht nehme ich die mal mit, vielleicht möchte der Isbo die ja auch mal probieren, der ist nämlich gar nicht scharf. Und wenn es das letzte ist vom Isbo, wisst ihr ja, was los ist. Das war's von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut euer Ramses und macht das nicht nach. Achtet wirklich auf die Warnhinweise, wenn da was draufsteht. Das ist kein Spaß, ja. Seid nicht wie Ramses, seid schlauer.